Ihr werdet mich für verrückt halten, aber ich bekomme morgen Besuch und ich mariniere immer meine Hähnchen die Nacht vorher, also auch noch um 11 Uhr nachts. Aber ich wollte euch so gerne das Rezept dazu zeigen. Ich schaffe es ja nie. Also für meine Marinade habe ich jetzt erstmal, ja, ich weiß nicht, so einen kleinen Bund Petersilie gehackt. Normalerweise kommt Koriander rein, aber mein Mann hat sich da vertan beim Einkauf. Also nehme ich Petersilie. Ich habe jetzt Petersilie gehackt, zwei Knoblauchzehen und eingelegte Zitrone. Die habe ich aus Marokko, die sieht so aus. Die friere ich dann immer ein im Gefrierfach. Aber ihr könnt auch einfach nur Zitronensaft nehmen, einen halben. Ich habe hier noch 2 Teelöffel Kurkuma dazu gegeben. Kommen noch 2 Teelöffel Ingwerpulver mit rein. Salz und Chiliflocken. Also, ihr könnt aber auch Pfeffer nehmen, ihr müsst keine Chiliflocken nehmen. Also ich nehme von diesen Chiliflocken, die kaufe ich mal im türkischen Supermarkt, wirklich nur ein bisschen von. Ich mag das irgendwie mehr als Pfeffer, aber natürlich geht Pfeffer auch. Und dann kommt das hier und ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also auf Arabisch heißt es Sebisa oder Sebisa, ich weiß es selber gar nicht. Aber es riecht total lecker und ich mache das in meinem Hähnchen rein. Normalerweise zerkleinert man das im Mörser oder in der Mahlmaschine, aber ich tue mein ganzes so rein und nehme es raus. Ich habe den Mädels schon gesagt, wenn sie wissen, wie es auf Arabisch heißt, sollen sie es mir doch bitte sagen, dann poste ich das natürlich. Jetzt kommt noch Safranfäden, die weiche ich kurz ein im Wasser und dann kommt das hier rein. Also ich mag es total gerne so richtig zitronig, deswegen gebe ich nochmal Zitronensaft dazu. Das ist ungefähr ein Esslöffel, den ich dazu gegeben habe. Jetzt kommt noch Olivenöl, vermische alles und dann kommen die Hähnchen da rein und bis morgen früh. Also ich habe noch einen Esslöffel Olivenöl, circa einen halben Esslöffel Pflanzenöl reingetan. Normalerweise würde ich jetzt noch ein bisschen Zimt dazu geben. Aber ich habe leider dann nur noch Zimtstangen und um das jetzt zu malen, um diese Uhrzeit ist es viel zu spät. Wir wollen ja die Nachbarn nicht aufwecken. Deswegen mache ich das erst morgen, aber zeige ich euch auf jeden Fall nochmal. Zu dem Olivenöl kommt jetzt noch mein Safran rein. Also der Safran lässt Farbe, wisst ihr, da wird das Wasser ein bisschen so gelblich. Wenn er zu viel Farbe lässt, wisst ihr, dass der, dass das nur Farbe ist, dass das kein nur Plastik ist und kein Safran. Also die liebe Mimi Sunshine Blog, dank dir, mein Schatz, hat gerade geschrieben, dass das wahrscheinlich getrocknete Muskatblüte ist. Ich google das auch auf jeden Fall nochmal. Ich habe davon selber auch noch nie gehört. Aber in Marokko essen sie es. Ich habe meine Hähnchen jetzt mariniert. Die tue ich jetzt in den Kühlschrank. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, dass ich hier an der Brust immer noch mal einmal so durchsteche. Hier so leicht. Damit da auch schön die Marinade reingeht. Ihr könnt die Hähnchen natürlich auch erst am gleichen Tag marinieren. Aber ich bevorzuge es halt immer. Dann finde ich, schmeckt das Fleisch auch ganz anders, wenn es in der Marinade übernachtet. Eingeweicht übernachtet. Ich werde versuchen, euch morgen zu zeigen, wie ich die Hähnchen koche. Ich hoffe, ich schaffe es. Aber ihr kennt das ja selber, wenn man einen Besuch bekommt, dann gerät man schnell unter Zeitdruck. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Salam und hallo, ihr Lieben. Ich bin gerade dabei, die Hähnchen zu kochen. Ich habe hier die Hähnchen mit der Marinade in den Topf getan. Aus der Marinade habe ich aber noch die Muskatblüte rausgenommen und die eingelegte Zitrone. Habe hier noch Zwiebeln gehackt. Ich habe hier 3 Zwiebeln, also mittelgroß, sehr fein gehackt. Und hier die Hähnchen, die braten jetzt an dem Topf. Dazu gebe ich aber erst später die Zwiebeln. Ich brate erstmal alleine kurz an und dann kommen die Zwiebeln dazu. Wegen dem Topf, also nehme bewusst immer einen kleineren Topf für die Hähnchen, damit die nicht auseinanderfallen. Ich habe auch noch die Keulen zusammengebunden. Und wegen der Zwiebeln, also ich habe ja meine Maschine leider schon verpackt im Karton, aber. Solltet ihr noch so einen Multi-Zerkleinerer haben, so heißen die, glaube ich, diese Maschinen, dann würde ich einmal nochmal die Zwiebeln dadurch klein hacken. Dann wird die Soße so richtig schön, also die Zwiebelstücke, je feiner sie sind, desto besser.
Ich habe jetzt die gehackten Zwiebeln dazu gegeben, brate das alles nochmal ein bisschen miteinander an. Ich gebe bewusst die Zwiebeln erst, nachdem ich das Hähnchen angebraten habe, weil sonst würden sie mir zu stark anbraten, die Zwiebeln. Und so braten sie schön mit dem Hähnchen zusammen nochmal golden. In der Schüssel, wo ich die Hähnchen mariniert habe, habe ich ein bisschen Wasser dazu gegeben. Das ist ungefähr ein Glas. Also ich mache das so, ich gebe immer wirklich immer nach und nach Wasser ein. Also ich gebe jetzt ein halbes Glas und wenn ich es dann nochmal brauche, gebe ich dann noch ein bisschen Wasser dazu. Aber nicht zu viel. Also wie ihr sehen könnt, ich habe circa ein halbes Glas Wasser dazu gegeben, weniger sogar als ein halbes Glas. Lass es jetzt auf mittlere Stufe in Ruhe vor sich hin köcheln und guck ab und zu immer nur nach dem Wasser, dass dann genug Flüssigkeit noch drin ist. Meine Hähnchen sind schon lange fertig. Die Soße lasse ich jetzt nochmal aufkochen. So zeige ich es euch jetzt immer. Und gebe dann nochmal 2 große Zwiebeln so in Scheiben. Ich habe auch noch die Scheibe, diesen Viertel von der eingelegten Zitrone dazu gegeben. Ich lasse das jetzt alles schön miteinander köcheln. Ich habe auch kein Wasser mehr dazu gegeben. Also das halbe Glas hat völlig gereicht. Oder es war ja noch nicht mal ein halbes Glas. So, und jetzt lasse ich alles schön. Das ist das Ergebnis, Mädels. So sieht es aus. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch. Wenn ihr es nachgemacht habt, dann schickt mir gerne ein Bild.